Bei einem Unfall auf der A9 bei Greding ist in der Früh ein mit Kartoffeln beladener LKW umgekippt. Die Kartoffeln verteilten sich über einen Großteil der Fahrbahn. Die A9 in Fahrtrichtung München musste daraufhin stundenlang gesperrt werden. Der 77-jährige Fahrer verletzte sich dabei schwer. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.